Mein Name ist Bohushas Çautin. Ich bin Installationskünstler, Autor und Regisseur und habe hier im Deutsch-Französischen Jugendwerk momentan die Installation Der Sprung. Das ist eine Virtual Reality Installation, die sich mit der deutschen Teilung auseinandersetzt. Also die Idee zu dem Sprung ist so entstanden, dass ich schon in meiner Jugend als Teenager total fasziniert war von dem berühmten Foto von Konrad Schumann, wie er 1961 am 15. August über den Stacheldraht über die Grenze zwischen Ost- und West-Berlin gesprungen ist. Und dieser Moment, wo er so in der Luft schwebt und scheinbar schwerelos zwischen Ost- und West-Berlin zu stehen scheint, das hat mich schon als Schüler oder Jugendlicher fasziniert. Und ich habe mir aber immer die Frage gestellt, was ist eigentlich in den Minuten davor passiert und was danach? Und wie ist überhaupt dieser Entschluss zustande gekommen, in so einem dramatischen Moment die Flucht zu ergreifen? Ich habe dann eine längere Zeit mich eben immer wieder mit der Frage beschäftigt, dass ich selber gerne mal ein Virtual Reality Projekt machen würde. Gleichzeitig auch zu gucken, was wäre, wenn ich diese Geschichte eben aus verschiedenen Perspektiven erzählen würde und dadurch wie einen anderen Blick auf diese Geschichte habe. Weil bis dahin kannte ich eben nur eigentlich dieses Foto. Ich habe dann später noch eine Filmaufnahme gesehen und trotzdem war das eben ein sehr fragmentierter Moment. Genau, also diese drei Perspektiven waren eben eigentlich sehr naheliegend, zumindest zwei davon, eben die Geschichte einmal aus der Perspektive von Konrad Schumann zu erzählen, der eben 1961 über den Stacheldrahtzaun gesprungen ist. Und die andere Perspektive natürlich auch naheliegend aus dem Blickwinkel des Fotografen Peter Leibing, der als junger Volontär aus Hamburg kommt, eben den Auftrag hatte, ein starkes Bild für diesen Moment der Teilung Berlins zu finden als Fotograf und dem es dann eben gelungen ist, dieses ikonische und ja sehr berühmte Foto zu schießen oder dieses Bild zu fotografieren. Und die dritte Perspektive, da habe ich mich dann eben für den Westberliner Polizisten entschieden, der das Ganze ein Stück weit kommentiert, aber natürlich auch auf Westseite versucht hat, die Grenze zu schützen. Und in dem Dilemma eigentlich ist eine Grenze, die er nicht gut findet, die er verabscheut, trotzdem schützen zu müssen, weil das eben seine Aufgabe ist als Westberliner Polizist und diese demonstrierenden Berlinerinnen und Berliner, diese Studierenden zurückzuhalten. Der Gedanke, dass man aus diesem Foto eigentlich drei Geschichten erzählt, drei Perspektiven auf diesen historischen Moment, der war der Ausgangspunkt für diese Virtual Reality Installation, die ja von vornherein eben als Installation auch geplant war, als ein räumliches Erlebnis, aber eben durch die Technologie von Virtual Reality eben auch als etwas Immersives, wo ich als Zuschauer oder Zuschauerin in den historischen Moment zurückkehre und quasi hautnah, aber aus diesen drei Perspektiven das Geschehen erleben kann. Mir schien das eben auch spannend, dieser Frage nachzugehen, was ist eigentlich historische Wahrheit oder gibt es überhaupt historische Wahrheit? Und wenn ich diese Frage beantworten will, dann bleibt es nicht aus, dass ich verschiedene Standpunkte einnehmen muss. Und dadurch ist dann dieser Installationsgedanke entstanden.
Die Ausstellung war ja zunächst im Deutschen Historischen Museum zu sehen, hier in Berlin vergangenen Jahres. Und dann im Anschluss kam eben das Deutsch-Französische Jugendwerk auf mich zu und hat gefragt, ob die Ausstellung auch hier zu sehen sein könnte oder gezeigt werden könnte am Molkemarkt. Und ich fand diesen Gedanken wunderbar, denn historisch gesehen ist Konrad Schumann in den französischen Sektor gesprungen, was man ja hier hinten auch sehen kann. Also Fin du Secteur Français. Das heißt, es gibt eine unmittelbare Verbindung zu auch der deutsch-französischen Geschichte, weil Berlin eben in vier Sektoren unterteilt war, in den französischen, den russischen, den englischen oder britischen und den amerikanischen. Und die Bernauer Ecke Ruppiner Straße lag eben am französischen Sektor. Und es ist natürlich auch schön zu sehen oder auch die Vorstellung, dass sowohl Deutsche wie auch Franzosen und Französinnen mit diesem historischen Moment in Verbindung gebracht werden und sich auch darüber nochmal auseinandersetzen können oder das reflektieren können. Und eben deutlich wird, dass die deutsch-französische Geschichte auf ganz vielen Ebenen über die Jahrhunderte hin immer vorhanden war und eben auch zum Beispiel in diesem historischen Moment der Teilung von Berlin und dieser vier Sektoren. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Thema, glaube ich, was das Deutsch-Französische Jugendwerk immer wieder in der eigenen Arbeit reflektiert, diese historische Dimension von Deutschland, was geteilt wurde, und gerade im Fokus dann natürlich Berlin. Diese Installation gibt gerade auch jungen Menschen, die viel stärker vielleicht auch mit Virtual Reality verbunden sind oder mit immersiven Formen, eine Möglichkeit, hier auch mit Schulklassen sich auseinanderzusetzen mit diesem Moment. Und insofern freut es mich, dass wir dann für den Auftritt hier im Deutsch-Französischen Jugendwerk auch eine französische Synchronfassung gemacht haben. Das heißt, man kann es auf Englisch, auf Deutsch oder Französisch gucken und hören. Die interessante Frage ist ja, und die wird einem heute ganz oft gestellt, wie war das eigentlich damals, als die Mauer war und wie muss man sich das vorstellen? Und wenn man heute durch Berlin geht, dann gibt es nur noch sehr wenige Stellen, die eigentlich diese Geschichte der geteilten Stadt erzählen. Zum Beispiel diese Kreuzung Bernauer-Ruppiner Straße. Da markiert heute nur noch so ein paar Kopfsteinpflaster diesen Moment der Teilung. Aber ansonsten sehe ich an dieser Stelle nichts mehr. Und genau an dieser Stelle ist ja dieses historische Foto, diese Ikone entstanden von dem Sprung von Konrad Schumann. Und ich fand es eben spannend, dass ich wie eine Zeitreise machen kann mit Hilfe von Virtual Reality und zurückgehen kann und dann eigentlich konfrontiert werde mit dem Vorgang, ja, hier wird eine Stadt geteilt, es ist ein unglaublich dramatischer und schmerzhafter Vorgang. Und was ist aber eigentlich die Wahrheit hinter diesem Moment und gibt es eigentlich überhaupt eine historische Wahrheit? Oder gibt es eben historische Momente und verschiedene Perspektiven darauf? Das ist so ein Thema, was mich unglaublich beschäftigt, gerade heute, wo sehr stark in so Schwarz-Weiß Kategorien gedacht und argumentiert wird, dass eben deutlich wird, dass Geschichte und Perspektiven auf Geschichte hochkomplex sind und viel mehr Schattierungen haben als schwarz oder weiß, sondern eben eine ganze Spannbreite. Das ist so eine Thematik, die mir ganz wichtig war und deswegen auch diese Entscheidung, drei Perspektiven mithilfe von Virtual Reality. Eine zweite Frage, die mich natürlich auch umtreibt und die jetzt auch gerade jetzt mit der aktuellen Situation wieder dramatisch deutlich wird, ist, was bedeutet es eigentlich für ein Einzelschicksal, für einen Menschen, wenn er sich entscheidet, zu fliehen und seine Heimat zu verlassen? Und in diesem Sprung, in diesem Grenzübertritt dieses Fotos, ist es wie in so einem Konzentrat zusammengefasst. Aber was das dann für die Person eigentlich bedeutet in der Konsequenz, das wird natürlich nicht wirklich deutlich. Und ich glaube, durch diese inneren Monologe, die drei Figuren haben, kriegt man dann wie eine emotionale
Verbindung zu diesen Figuren, gerade auch zu Konrad Schumann und diese Verzweiflung und dieser Kampf, soll ich nicht, bleibe ich, springe ich, was bedeutet das für meine Familie, was bedeutet das für mich? Das sind ja alles Fragen, die jeder, der schon mal vor dieser Entscheidung stand, sich stellt. Diese Fragen erleben wir jetzt natürlich wieder in großer Dramatik. Und mir ist einfach wichtig, dass eigentlich gerade über so ein Einzelschicksal deutlich wird, dass all diese Tausenden und Hunderttausenden und Millionen von geflüchteten Menschen alle eine große Entscheidung und einen schwerwiegenden Schicksalsweg gegangen sind, weil sie sich entschieden haben, ihre Heimat, ihren Ort, wo sie herkommen, zu verlassen, weil die Umstände, in denen sie sich befinden, so schrecklich sind, dass sie sich nicht mehr vorstellen können, weiter an diesem Ort zu bleiben. Das zeigt für mich auch dieser Sprung von Konrad Schumann. Und insofern gibt es für mich da auch eine ganz aktuelle Verbindung. Denn wir haben heute eine unfassbare Zahl von ungefähr 88 Millionen geflüchteten Menschen weltweit. Und wenn man sich das klar macht anhand einer Person, eines Schicksals, dann wird deutlich, wie dramatisch diese Entscheidung ist und was das für jeden Einzelnen bedeuten kann. Und ich hoffe, dass mit der Installation ein Stück weit dieser Vorgang auch transportiert werden kann. Das heißt, dass wir anfangen, darüber nachzudenken, das eine sind die Zahlen, aber das andere ist immer, hinter jeder Flucht steht ein Mensch, steht ein Schicksal, und dass wir uns das immer wieder klar machen.